Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fallout 4. Ich bin Ank und wir sind der Typ im Mega Man Outfit. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Einmal ein kleines Entschuldigung, dass am Montag kein Video kam, denn Sonntag. Ich hatte am Wochenende halb frei und ich habe trotzdem nicht frei gehabt. Und darum jetzt hier am Montagabend. Ich wollte eigentlich auch schon viel. Oh, Mission abgeschlossen. Ich habe gar nichts getan. Sehr schön. Ja, Wochenende war dann doch wieder ganz anders wie erhofft. Was haben wir da? Minuteman? Okay. Was macht ihr denn hier, Leute? Okay, dann mal los. Oh. Böse Männers. Roboters. Butzel, Brutzel. Na, kommen hier auf solche Ideen. Hä? Nach draußen? Ja. Na, explodierst du? Boah. Hä? Ah. Boah! Ah, der verfolgt mich! Und er ist schnell! Da! Gott, verfickt! Ich wusste gar nicht, dass wir das können. Aber gut zu wissen, dass wir die hacken können. Hi. Und was mit ihm nicht stimmt? Keine Ahnung. Wie der einfach weggeflogen ist. Oh. Auf jeden Fall hat er keinen Arm mehr. Oh, Farbdose. Oh, Kleber. Das Zeug hier. Das auch nochmal alles. Haben das Gebiet unter Kontrolle. Ja, nachdem ich geholfen habe. Mit dem Syn zusammen. Seid ihr eben für schlechte Mitte. Wieso leuchtet deine Waffe rot? An mir kommt nichts vorbei, Sir. Entschuldigung? Bereich gesichert, General. Nichts Neues zu melden, General. Okay. Wer hat mir gerade die Waffe zugeworfen? Was stimmt denn nicht mit euch heute? Gott verdammt. So, in die Richtung haben wir eine Mission. Beschaffe die Blaublösen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was hier noch so für Örtchen sind. Örtchen, das klingt wieder noch, als ob wir Toiletten aufsuchen. Da vorne ist ein Schrottplatz. Den wir noch nicht kennen. Das Commonwealth stirbt einen langsamen Tod. Ja, ich weiß. Ja, genau. Wochenende viel zu tun gehabt. Einmal einen Umzug geholfen. Dann war ich halt Samstagabend auf einen Termin. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ja, ich hatte erzählt, dass ich einen Termin hatte. War ganz lustig. War auch ein langer Abend. Daher war ich Sonntag ein bisschen durch. Und konnte mich nicht so richtig motivieren, etwas aufzunehmen. Atomcats Werkstatt. Okay. Das sieht freundlich hier aus. Gucker. Hi! Rhodey. Willst du deine Powerrüstung aufmöbeln? Dann bist du hier richtig. Die Atomcats haben die abgefahrensten Mods auf dieser Seite der Apokalypse. Wo bin ich hier? Die Atomcats Werkstatt, Dummkopf. Eine Zuflucht für Typen, die zu cool für den Rest des Commonwealth sind. Powerrüstung, Spezialanfertigungen sind unser Ding. Denn was könnte cooler als eine Powerrüstung sein? Nichts, absolut nichts. Das ist wohl wahr. Klar, ich schau's mir an. Das klingt wirklich. Atomcat Speziallackierung. Gekauft. Was sollen wir sonst mit dem ganzen Geld machen, was wir noch haben? Oh, Bauplan für ein Powerrüstungsgestell. Overdrive.
Ja, eine Schere für unsere Power-Rüstung, damit wir so aussehen wie der Bösewicht aus Mega Man. Photovoltaische Beschichtung. Matrix. Warwick-Puppenteil. Pumpenteil. Warwick-Pumpenteil. Okay. Oh, hier ist die Atom-Cats-Rüstung. Haben wir vielleicht hier schon irgendwas, was wir hier andrehen können? Hier ein Lasergewehr. Das, hier die Dinger. Hier hässlichen Filzhut, Kapitänsmütze, Melone. Lalalalala, verkaufen wir mal ein bisschen Zeug hier. Ja, auf jeden Fall war das dann Sonntag wieder ein sehr anstrengender Tag, dann war ich Sonntag auch noch arbeiten. Und, eine Waschmaschine in den vierten Stock tragen. Das war auch eine herrliche Erfahrung, die ich mir am Wochenende echt hätte spannen hätte können. Daher war ich dann doch ein bisschen sehr fertig. Und vor allen Dingen da in diesem angeschlagenen Zustand die Waschmaschine in den sonst wie vierten Stock zu schiefen, war auch eine nicht so schöne Angelegenheit. So. Roboter-Reparatursatz. Trauben-Mentatz. Das können wir alles behalten. Schrott auch. Das war's schon. Okay. Haben wir 1000 Kronkorken gespart. Oh, die kann ich einfach so an. Das ist auch nur ein Gestell. Lahm. Coole Jacke. Sind die Atom Cats auch neu? Bei den Mods, was die so hatten, war jetzt nicht so der Bringer. Plasma-Kartusche, Melone. Oh. Also, ich bin Rowdy. Und, ich hab da dieses Gedicht geschrieben. Du machst das sehr gut. Wie heißt das denn? Es heißt eine Ode an meinen Hammer. Los geht's, Rowdy. Eine Ode an meinen Hammer, so schwer und so gut. Tut mir leid, ich kann das nicht. Okay. Ah, komm zurück, Rowdy. Kann mal jemand den Rekorder abstellen? Das war irgendwie uncool. Warum ist hier so eine Falle und da ist eine Rüstung hinter? Und wir reden gleich aber auf jeden Fall erstmal mit Johnny D. Du bist Johnny D. Es gibt nichts Tolleres, als in seinem Anzug rumzustolzieren, Kollege. Okay. Johnny D ist halt eine Gesprächsbombe. Rauchs. So. Oh, Magazin. Ja. Eine spezielle Lackierung für deine Power-Rüstung freigeschaltet. Yeah. Oh, sowas ist Grünes bestimmt. Wirklich ein guter Zeitpunkt zum Lesen, Sir. Ja, immer. Okay, Cats. Das hier heißt Metallherz. Metallbeine, Metallarme, Metallherz. Kriegsgerät, Friedensgerät, Kunstgerät. Ich steige in meinen Anzug und schreite durch das Ödland. Keine Angst. Unberührbar. Die Flammen auf meinem Anzug brennen, lodern, leuchten. Die Flammen sind heiß, aber ich bin cool. Ich gehe. Ich laufe. Ich reite. Meine Hände sind stark. Ich bin ein Mann. Nein, mehr als ein Mann. Denn Mann, ich habe ein Metallherz. Danke. Okay, auf jeden Fall haben wir eine Wackelpuppe gefunden. Dauerhaft. Was für ein Erfolg haben wir denn freigeschaltet? Du hast eine Trophäe erhalten. Es sind keine Puppe. Habe ich alle Puppen gesammelt? Ach nee, ich sammle 10 Voltec-Wackel. Echt 10 Stück habe ich schon? Krass. Da oben ist Johnny D. So, hey, hi. Kollege, was glaubst du,
glaubst du, wo du hier bist? Das ist Atomcat-Gebiet. Atomcat? Kennst du nicht? Die Atomcats. Die coolste Power-Rüstungsgang im Commonwealth. Ah, jetzt weiß ich's. Du willst zu den Cats kommen, oder? Ah, du siehst mir nicht wie ein totaler Lappen aus. Was geht bei dir? Schreibst du ein Buch? Ich bin der Boss der Atomcats und stehe auf aufgemöbelte Powerrüstung. Wollen wir dein Können mal testen? Mein Mädchen Rowdy dürfte was für deine Teighaken haben. Sie verkauft auch Mods und Gestelle für Powerrüstung. Schau's dir gleich mal an, Kollege. Okay, müssen wir mit Rowdy sprechen. Wie hieß er? Zeke. Zeke. Rowdy hat 1000 Projekte laufen. Da ist bestimmt was für dich dabei. Ach, Zeke heißt er nicht, Zeke. Entschuldigung. Hey, Blue Jay. Am Sachen, da machst du Freudentänze. Schau's dir mal an. Dann zeig mal her. Was gibt's denn hier Neues, Kollege? Wir haben daran gedacht, draußen ein paar neue Anzüge zum Rumspielen zu finden. Wir sollten uns ein paar von der Sternen Bruderschaft besorgen, oder? Was gibt's denn hier Neues, Kollege? Hab gehört, die Sterne Bruderschaft ist mit diesem hässlichen Zeppelin-Dingsbums hergeflogen. Die Typen wissen gar nichts über Powerrüstung. Nicht so viel wie die Cats. Wieso schlachtet mein Synth im Hintergrund irgendwelche Tiere? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. So, was hat denn der? Hat er vielleicht Plasmakartuschen? Plasmakartuschen wären super. Oder diese Energiezellen für die Scouts-Gewehr. Nee, weder noch. Beton hat er. Toll. Rowdy hat 1000 Projekte laufen. Da ist bestimmt was. So, wir werden jetzt aber. Bevor wir mit Rowdy sprechen, gehen wir einmal kurz in die Burg, denn ich will direkt mit meiner heftigen Powerrüstung angeben. Jo. Weil wenn wir sie schon haben, dann sollten wir sie auch nutzen und da wir auch Fusionskerne genug haben und dies und jenes. Ich glaube, wir haben fast 70 Stück inzwischen gesammelt. Und dafür, dass wir jetzt irgendwie nur 2 Folgen lang mit der Powerrüstung rumgelaufen sind, können wir das ruhig noch ein wenig. Toll, jetzt ist mir hier was runtergefallen. Kacke. Aua, was habe ich jetzt gemacht? Ist ja auch egal. ja. So. Powerrüstung. Und dann gehen wir gleich nochmal zurück. Aber wir können ja mal uns die beiden Lackierungen angucken, die wir gefunden haben. Und dann hätte ich nicht gedacht, dass wir doch noch so die ein oder andere. Verteidigungsanlagen. Ich verstehe, warum das früher das Hauptquartier der Minutemen war. Ja, gut, ne? Ja, gut, ne? Ruhig gebaut. Boah. Glaub nicht, ich wüsste das nicht zu schätzen. Ich meinte das ernst. Das war das Klügste, das ich jemals getan habe. Dieses Leben habe ich mir gewünscht. Den Leuten mit einem Freund wie dir zu helfen. Also ich habe irgendwie richtig Lust, ihn zu umwerben. Irgendwie schon. Hast du in uns auch schon mal mehr als nur Freunde gesehen? Ist das so offensichtlich? Aber hey, du willst doch nicht jeden Morgen neben dieser Visage aufwachen. Das wünsche ich niemandem. What? Ich in dich verliebt ich sein. Schäm dich nicht. Ich vertraue dir dabei, Hancock. Sollte ich? Ich habe keinen Fluchtweg parat, wenn du das meinst. Zurzeit bin ich genau da, wo ich sein will. In solchen Momenten weiß ich, dass es kein Karma gibt, weil niemand wie ich so viel Glück haben dürfte. Komm, Liebling, bringen wir die Freakshow wieder auf den Weg. Braucht jemand Hilfe, dann helfen wir. Braucht jemand Schmerz, dann tun wir ihm weh. Okay. Ich möchte nicht mit diesem Ghoul schlafen. Was habe ich angefangen? Oh Gott. Ja? Hey. Nur zu, Sir. Ja, Sir.
Was meinst du? Die Leute im Commonwealth haben eine Heidenangst vor Runnern. Das sollten sie auch. Unser Verhältnis zueinander. Was denkst du darüber? Sie scheinen recht fähig zu sein. Mehr muss ich nicht wissen. Geht doch. Das ist erstmal alles. Sicher. So, Werkbank. Gott, wir mit. Hallo, ihr hört Radio Freedom, den Sender für das. Eine Beziehung mit Hancock. So, hatten wir hier nicht auch eine Werkdings für Powerrüstung irgendwo? Passt auf euch auf, Leute. Hatten wir ihn nicht hier draußen irgendwo? Oder habe ich die umgelegt? Hm. Dann bauen wir halt eine neue. Oh, ich muss meine Powerrüstung verlassen, um meine Powerrüstung zu modifizieren. Ach was. Flammenbemalung, Hardward High Bemal. Institut? Die ist ja cool. Erhöht die Intelligenz, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Beweglichkeit. Wo sind hier die Cat-Dings? Prisma. Hardward Flammen. High. Ich finde das Weiß eigentlich ziemlich cool. Aber wo ist die Red Cat Bemalung? Oder müssen wir das noch lesen? Oh, wieso ist denn das Bein kaputt? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Atom Cats. Aufgrund der bla 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 bla. Was? Wir lesen jetzt doch mal durch. Aufgrund der Befugnisse der Atom Cats bescheinigen wir mit diesem höchst offiziellen Zertifikat das Recht zur Nutzung der patentierten Atom Cat Speziallackierung. Wer auch immer dieses Zertifikat in den Fingern kriegt, besitzt das Recht zur Nutzung des Designs. Also nicht verlieren, Dummerchen. So. Nein, ich wollte nicht einsteigen. Fuck. Gut, wieder raus. Gott, wir haben jetzt eine Beziehung mit Hancock. Warum habe ich das getan? Bleib bei uns, um keine Nachrichten für die Minutemen zu verpassen. Nee, keine Atomcats-Bemalung hierbei. Ich finde die Institutsbemalung einfach cool. Oh, die Hotbot und Dingsbemalung brauchen gar keine Dings. Ja, ich sage ganz oft Dings heute. Keine Dingsbemalung für die Dings. Komm, wir machen es jetzt mal ganz weiß, weil es eh keine Ressourcen benötigt. Strahlungsfilter. Zielerfassungshub. Das visiert mir keine lebende Ziele. Bei Verwendung. Erhöht die Wahrnehmung. Intelligenz plus 2. Wenn Feinde auf dem Kompass markiert, höhere Trefferchance. Helmlampe. Rot taktisch. Wir türen die Kiste jetzt mal hier richtig doll. So, medizinischen Torso haben wir schon. Und die weiße Institutsbemalung. Dafür haben wir jetzt auch die Sachen. Sehr gut. Können wir uns gleich erstmal nochmal hier um den Brustpanzer. Und dann haben wir auch schon kein Aluminium mehr. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Ja, im Weiß sieht das immer heftig aus. Können wir hier noch irgendwie Extras? Nee. Ja,
Ist auch nur für waffenlose ja. Geschichten gut. Ah. Wo ist denn das linke Bein hin? Rechte Bein. Was guckst du mir hier zu? Willst du was lernen? So, wo haben wir jetzt das Bein hingepackt? Die Bruderschaft hat sich hier eine blutige Nase geholt. Kein Zweifel. Ja, so soll es ja auch sein. Linker Arm. Wir haben nur Arme. Wo ist das verfluchte Bein hin? Egal, steigen wir jetzt mal in unsere krass lackierte weiße Powerrüstung. X011P10. Boah, ich mag die. Sieht aus wie ein riesiges, bösartiges Insekt. Ich mag nur die Farbe hier drin nicht. Atom Cats Werkstatt. Hinder. So, und dann mal gucken, was wir hier so coole Sachen von denen erfahren können oder lernen können oder machen können. Denn das könnte vielleicht ganz interessant werden, was für Möglichkeiten sich dort auftun. Ei, ei, ei. Guck mal, was ich Tolles habe. Jana aus Quincy versuchen immer wieder, sich unsere Anzüge zu schnappen. Ich sag Sieg immer wieder, dass wir reingehen und alle ausschalten müssen. Das machen wir. Hey, Süße. Kann ich mit Sieg plaudern sehen? Um was ging's? Ich helfe gern. Spitze. Wie's aussieht, denkt der Boss, dass eine Atom Cat in dir steckt. Die alte Rowdy will checken, ob du das Zeug dazu hast, bei uns einzuziehen. Ich hab das Zeug dazu. Wir werden sehen. Ich hab's immer wieder aufgeschoben, nach Warwick zu schippern. Aber jetzt kannst du es erledigen. An dem Ding hier habe ich gearbeitet. Ein Teil des Pumpensystems in Warwick. Das Teil war verstopft, wie Sieg noch zu viel Dosen Crumb. Ich will, dass du zum Pumpenhaus gehst und alles installierst. Warwick? Warwick ist eine zur Farm umfunktionierte Kläranlage, östlich von hier. Die graben da den ganzen Tag in der Erde rum. Oh, und gib June Warwick Bescheid, wenn du fertig bist. Die Süße hat da das Sagen. Okay, gut Warwick also wieder. Okay, das ist nur so eine Nebenmission. Wollen wir dann nicht erstmal was anderes machen, was wir eh für Good Work machen? Oder machen wir jetzt erstmal das? Das waren Pläne beschaffen da hinten. Dann machen wir jetzt erstmal das hier. Und sprechen mit Cedric Hopton in Good Neighbor. Genau, da ist ja der Dings hin. Der hier die Vermutung hatte, dass da einer ein Synth ist, der auch ein Synth ist, weil wir den ausgetauscht haben. Mhm. So war das. Der war das wohl. Hier kommen viele Boten durch. Die denken, es wäre sicher. Da denken sie falsch. Hey, Schatz. Einfach sowas von die Maschine. Wir müssen mal gucken, wo wir ein neues Bein herkriegen. Oh, da drin haben wir noch den Helm des Mechanisten auf. Wie funktioniert das denn? Ah, haben wir nicht. Das würde sowas von überhaupt nicht darunter passen. Immer diese Ladesequenzen.
Und wie war, sollte nicht eigentlich auch für, oh, hi, Hamm, für... Die Treppe runter. Geh den anderen Gästen nicht auf die Nerven. Pass auf, Ghoul. Sollte nicht auch die Mod-Unterstützung für Fallout 4 kommen für die Konsolen? Da warte ich ein bisschen drauf. Ja? Deswegen habe ich es mir eigentlich für Konsole geholt. Einfach nur meine Ruhe. Willst du nicht? Ich möchte wissen, was ihr plant. Du und Bill Sutton. Ja? Warum ist das so wichtig? Ich will nicht, dass einem unschuldigen Mann wegen einer falschen Anschuldigung was passiert. Und wenn es keine falsche Anschuldigung ist? Ich verstehe nur nicht, was dich das überhaupt angeht. Außer Roger hat dich damit reingezogen. Aber ich sag dir was. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wenn ich hier was gelernt habe, dann das. Informationen haben ihren Preis, wie alles andere auch. Ich bin weder Bill Sutton noch Roger Warwick treu ergeben. Mach mir ein Angebot, dann sehen wir weiter. Ich weiß, die Situation ist schwierig, aber hier stehen Menschenleben auf dem Spiel. Bitte hilf mir. Oder sollten wir vielleicht weniger sanfte Überredungskünste anwenden? Bill ist nicht der Einzige, der Angst hat. Die Leute im ganzen Commonwealth reden über dieses Institut. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht lassen wir uns von der Angst leiten. Dieser ganze Trip war eine verdammt blöde Idee. Bill gibt mir eine Handvoll Kronkorken und sagt, geh nach Good Neighbor. Dort gibt's zwielichtige Gestalten. Such dort nach einem Söldner. Ich soll einen Auftragsmörder finden, als ob ich wüsste, wie das geht. Ich soll ihn anheuern, damit er Roger umlegt. Zuerst war ich bereit dazu. Aber jetzt kann Bill Sutton mich mal. Ich werde einfach eine Weile hierbleiben. Natürlich wird er sich inzwischen denken, dass ich nicht zurückkomme. Vielleicht nimmt das auch selbst in die Hand. Er hat große Angst und ist darum zu allem fähig. Wow. Gut. Was? Dann geht's jetzt wieder zurück zum guten Bilbo. Wir sind eine Power-Rüstung. Yeah. Wir kommen eigentlich gar nicht durch die Tür. So bereit sind wir, wie so ein riesiges Tier. Wir kommen nicht durch die Tür. Weil wir so ein Tier sind. So ein breites Monster. So, Bill ist vermutlich auch ein gut. Ich habe immer noch nicht die Teile für diesen Roboter gefunden. Ich finde diesen Schädel einfach so unglaublich cool. Sieht so unglaublich böse aus. Auch diese Beine haben wir noch nicht gesehen. Gibt es die überhaupt so als Mod? Wäre interessant zu wissen. Und auch, ob die Rustavids irgendwie so eine Festung haben, wo sie da mit ihren Robotern rumchillen. Was? Ja. Das war zu Ende, bevor ich hier war. Alles klar? Ja, eigentlich schon. Ich war mir schon sicher, dass ich draufgehe. Was ist denn passiert, dass er so ausgetickt ist? Bill war gereizt, doch Cedric war noch nicht zurück. Und dann bist du aufgetaucht. Er hat wohl bemerkt, dass die Zeit knapp wurde und hat sich entschieden, die Dinge selbst zu regeln. Du kannst unseren Freunden berichten, dass ich diese Samen einpflanze und bald einen Bericht liefern werde. Pass bis dahin da draußen auf dich auf. So, jetzt können wir mit Isaac und Ding sprechen. Wir haben oft gestritten, aber jetzt nicht mehr. Ich bin froh, dass das aufgehört hat. Das freut mich auch sehr. So, und... Achso, wir haben keinen Helm auf. Wenn wir keinen Helm auf haben, können wir keinen Lichter machen. Super. Ah, hier sollen wir die Teile installieren. So war das. Stellbarer Schraubenschlüssel. Wieso? Nur weil ich ein riesiges Technikinstitut zur Verfügung habe?
So, da haben wir doch noch jemanden da drin zum Quatschen. Fahren wir nochmal kurz rein. Oh, die Wasserpumpen leuchten. Abschiedsbrief. Hey. Hey, Chefin. Wow, was ist denn mit deinem Lippenstift passiert? Das ist ja schlimm. Ich hab dich im Pumpenhaus arbeiten sehen. Bist du bei den Atom Cats? Richtig, Daddy-O. Jungs, seid echt süß. Und ist die Pumpe schon repariert? Ja, sollte wieder laufen. Ihr seid echt toll. Danke vielmals. Vielleicht hilft das der Farm eines Tages. Die Atom Cats waren uns eine große Hilfe. Du hast bestimmt Hunger. Hier, nimm dir was zu essen mit. Und richte bitte Sieg meinen Dank aus. Kehr zu Bodhi zurück. Nein, theoretisch kann man da auch hinlaufen. Na, schwimmen ist schwierig. Wir sind fucking laufender Panzer. Aber wir laufen da jetzt einfach mal hin. Wir können auch sprinten. Oh, da vorne sind Insektis. Böse, böse Insekten. Helm. Rums. Ja, das hat ja super funktioniert. Alter, ich hasse diese Insektenviecher. Käfer sind echt das Schlimmste, was es so gibt. Fucking Mücken, die nicht sterben wollen. Mensch, die Kack. Dabei waren es nur normale Insekten. Ja. Falls ihr es rumpeln und krachen hört, dann sind das zwei wilde Katzen, die miteinander auf Leben und Tod kämpfen. Ignoriert das einfach. Die werden beide schon überleben. Obwohl sie auf Leben und Tod kämpfen. Schaffen sie es nicht, jeweils den anderen zu töten. Komischerweise. Dieser Kampf wird wahrscheinlich noch über Jahre laufen. So wie die sich anstellen. Kämpfen nämlich noch um die Vorherrschaft des Fressnapfs. Oh, wir haben nur noch 865 Schuss hierfür. Das ist wenig. Okay, Schnellreise mit Ladescreen wäre wahrscheinlich schneller gegangen, als die Strecke hier rüber zu tümpeln. Boah, vor allem, dass die Energie wegsüppelt da unten. Oh, voll die friedliche Musik. Oh, wow, die macht auch einen entspannten. Rowdy. Alles geschafft? Ja, da musst du mir schon was Schwierigeres geben. Das war der erste Test, Meister. Bild dir nichts ein. Das war die reinste Müllkippe, was? Danke, dass du dich für uns darum gekümmert hast. June meinte, ihr wärt in Warwick eine große Hilfe gewesen. Als wir diesen Ort fanden, halfen sie uns, auf die Beine zu kommen. Gaben uns Essen. Sie wollten nicht mal was dafür. Und wir haben einen Plan ausgeheckt, um die Pumpe wieder zum Laufen zu kriegen und den ekligen Schlamm rauszuspülen. Als Dankeschön.
Erzähl nicht überall rum, dass die Atom Cats ein Herz haben. Damit du es weißt, ich überprüfe das. Schlampige Arbeit bringt den Cats keinen Ruhm ein. Er konnte also die Pumpe in Warwick schick rausputzen. Sollten wir ihn vielleicht mit was anderem ärgern? Mist, da kommt ein Gunner angerannt. Gunner! Schon wieder. Was ist da gerade? Das ist nicht nur ein fucking Gunner, das ist ein Kackroboter. Tschüss, Gunner-Rekrut. Na, Sarge? Was halten Sie von dem Kopfschuss? Oh. Doch so viel, dass du die Fuß in den Kopf tust. Oh, noch mehr. Tschüss. Kammerjäger, Smilogs und Insekten verursachen 15% Schaden reduziert. Böser Kommandant. Sprich mit Sieke. Aber bevor wir das tun, explodiert hier noch ein Auto und ich verabschiede mich aus der heutigen Folge von Fallout 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und wir spielen morgen hoffentlich weiter. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann, alles Gute und bye bye.